Hallo und herzlich willkommen zum vierten und letzten Rohan Bewertungsvideo. Mit den Rohan Zivilisten fangen wir dieses Mal an. Ein Stufe 3 Monster, 600 ATK, 400 DF mit dem Effekt Flip, du kannst deiner Hand eine Rohan-Fallenkarte von deinem Deck hinzufügen. Der Effekt ist scheiße. Einfach weil die Rohan-Fallenkarten. Es gibt zu wenig wirklich gute. Ist leider so. Und sonst, wenn diese Karte als normal oder spezial beschworen wird, kannst du deiner Hand eine Rohan-Zauberkarte von deinem Deck hinzufügen. Auch der Effekt ist nicht wirklich gut. Und natürlich kann man jeden Effekt der Rohan-Zivilisten nur einmal pro Spielzug fällen. Egal. Also, die Rohan-Zivilisten, na, sind die Mühe kaum wert. Würde ich mal schnell normal beschwören für, aber nicht für den Effekt. Echt nur, wenn ich irgendwie auf ein Stufe 9 Monster kommen will. Ruhmreicher König. Die Ritualzauberkarte ist Text. Diese Karte wird benutzt, um Theoden als Ritualbeschwörung zu beschwören. Biete Monster von deiner Hand oder deinem Spielfeld als Tribut an, deren gemeinsame Stufe 6 oder mehr entsprechen. Wenn eines deiner Rohan-Synchro-Monster zerstört werden würde, kannst du diese Karte von deinem Friedhof stattdessen verbannen. Wird natürlich als Rohan-Karte behandelt und das ist eigentlich der beste, also ruhmreicher König ist der beste Grund, die Rohan-Zivilisten zu spielen, also normal zu beschwören, eben um diese Karte zu suchen. Also Theoden, wie man hört, zwei Monster noch auf dem Friedhof legen, und dann hat man ihn, ist auf jeden Fall gut, Rohan-Synchro-Monster mit dieser Karte einmal zu beschützen auch. Einzige Schwierigkeit ist halt dann noch, also diese Karte zu suchen ist keine Schwierigkeit. Nee, Theoden auch nicht, da gibt es ja auch noch was. Also, ja. Aber erstmal machen wir den Schäfer des Waldes ein Rang 9 Xyz Monster. Mit dem Schäfer des Waldes ist natürlich Baumbart gemeint. Deshalb ist er auch limitiert. Zwei Rohan-Monster Stufe 9 braucht es, also wie beim Marsch der Ents. Hat aber 3500 ATK, also 400 ATK mehr als der Marsch der Ents. Warum auch immer ein einzelner Ent deutlich stärker ist als ein ganzer Marsch von denen. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich derselbe Effekt wie bei Ninjas oder Piraten. Je mehr es von denen gibt, desto schwächer werden die ja auch. Keine Ahnung warum. Was irgendwie komisch ist. Da müsste eigentlich immer Shredder gewinnen und nicht die Teenage Mutant Ninja Turtles. Egal. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen. Dann wähle bis zu drei Zauber- oder Fallenkarten deines Gegners und zerstöre sie. Das ist doch mal ein Xyz-Effekt. Endlich mal ein Xyz-Effekt, der die Schwäche der Xyz-Monster ein wenig, naja, umgeht. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, ja. Durchschlagen, der Kampfschaden und die Kontrolle über diese Karte kann ich wechseln. Also alles in, ja. Also alles in allem eine sehr gute Karte, aber wie beim Marsch der Ents, auch hier fehlt mir einfach ein Weg, dem Schäfer des Waldes mehr Xyz-Karten zu, also mehr Xyz-Materialien zu geben. Der hat halt nur zwei. Immer. Und ja. Ach so, warum ich bei Gondor nicht so drauf geachtet habe, wäre vielleicht noch ganz gut zu erwähnen. Die meisten Gondor Xyz-Karten, die kamen auch ohne Xyz-Materialien noch ganz gut
aus. Oder aber sie haben sich halt aus anderen Xyz-Monstern gebildet und hatten dann so viele Xyz-Materialien, dass sie da quasi nie in Bedrängnis gekommen wären. Aber Rohan hat das halt nicht. Naja. Steppe von Rohan. Okay. Wenn ich nicht wüsste, wo Rohan eine Steppe hatte. Naja, egal. Eine permanente Zauberkarte. Limitiert. Diese Karte kann nur aktiviert werden, solange du keine Spielfeldzauberkarte kontrollierst. Also ähnlich wie Helms Klamm. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld ist, kannst du keine Spielfeldzauberkarten aktivieren. Alle Rohan-Synchro-Monster, die du kontrollierst, können während der Battle Phase nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Okay. Du kannst diese offene Karte auf den Friedhof legen, wähle ein Rohan-Monster in deinem Friedhof und beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst nur eine Steppe von Rohan kontrollieren. Okay. Also auch hier verstehe ich nicht, warum die Steppe von Rohan limitiert ist. Finde ich, braucht sie nicht. Die kann man ruhig auf 3 setzen. Aber der Schutz vor Karteneffekten des Gegners, der ist richtig geil. Zwar nur während der Battle Phase, aber die wenigsten Rohan-Synchro-Monster haben halt einen Schutz. Überhaupt irgendeinen Schutzeffekt und so werden sie wenigstens während der Battle Phase mal geschützt. Ja. Aber da ist dann halt die Frage, will man das hier nehmen oder doch lieber Helms Klamm oder Edoras? Wobei ich glaube, egal. Ja, trotzdem Steppe von Rohan. Ja, wenn sie limitiert bleibt, muss sie zusammen mit Helms Klamm auf jeden Fall einmal ins Deck rein. Weil völlig egal, ob man eine der Karten dann tot zieht, das ist echt egal. Theoden, der Verzweifelte. Ein Stufe 7 Synchromonster. Eben die Fusion von Theoden und der eine Ring. Hat 2800 ATK, 2500 DF, ist natürlich limitiert. Nur einer kann den einen Ring tragen. Wird als Rohan-Karte behandelt und hat den Effekt. Diese Karte kann nur als Synchro-Beschwörung beschworen werden mit den oben genannten Karten, also Theoden und der eine Ring, und nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Der Name dieser Karte wird zu Theoden, solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Die Effekte dieser Karte können nicht annulliert werden, solange er kann nicht als Ziel von Karteneffekten deines Gegners gewählt werden. Das ist ein guter Effekt. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Rohan-Empfängermonster in deinem Friedhof oder deiner Hand wählen und es verbannen. Dann wähle ein Rohan-Monster, das du kontrollierst, und beschwöre ein Rohan-Synchro-Monster in deinem Extra-Deck von deinem Extra-Deck, das die Stufe des gewählten Monsters hat. Plus die Stufe des verbannten Empfängermonsters und beschwöre es als Spezialbeschwörung. Diese Spezialbeschwörung wird als Synchrobeschwörung behandelt. Ja. Ich bin mir echt unsicher bei diesem Synchro-Spezialeffekt, weil wir haben halt schon andere Monster im Rohan-Deck, die ebenfalls die ebenfalls Synchro-Monster beschwören können. Und auch wenn die das nur einmal machen können, da sind sie halt quasi kostenlos, während Theoden, der Verzweifelte, halt Empfängermonster von Rohan benutzt. Und ja, Rohan hat bisher deutlich wenig Monster, mit denen sie halt mit denen sie halt ihre Monster recyceln könnten. Also aus der Verbannung recyceln, meine ich. Und ja, das ist nicht so gut.
Außerdem fehlt mir irgendwie, dass Theoden sein Volk halt wie ein König anführt. Und auch warum Theoden der Verzweifelte heißt, verstehe ich gar nicht. Weil wir, selbst wenn man von diesem Bild hier abgeht, dann wird schon vorher klar, also beim Ritual Theoden, dass man es mit dem Theoden, quasi mit dem geläuterten Theoden zu tun hat. Also dem Theoden, der von Saruman befreit wurde. Und ja, dann müsste dieser Theoden hier quasi entweder kurz vor der Schlacht um Helms Klamm sein. Und da war er nicht verzweifelt, da war er sogar sehr hoffnungsvoll. Eben wegen dieser Hoffnung ist er ja auch nach Helms Klamm, weil er sich sicher war, hinter den Mauern von Helms Klamm wird sein Volk auf jeden Fall überleben. Nicht, also Isengard und Mordor haben nichts, womit sie Helms Klamm überrennen könnten. Und oder eben danach, nach der Schlacht um Helms Klamm, könnte er auch sein. Und auch da war Theoden wirklich nicht verzweifelt. Da hatte er eine der größten Schlachten des Ringkrieges geschlagen. Und auch wenn es knapp war für Rohan, sie hatten eindeutig gesiegt. Also, keine Ahnung, warum Theoden auch, selbst wenn er den Ring anlegt, warum er dann verzweifeln sollte. Also, verstehe ich nicht. Und ja, aber auch, und daher irgendwie ein Effekt, der alle Rohan-Monster stärkt. Oder auch Rohan, die gesamte Strategie von Rohan weiter unterstützt. Zum Beispiel, dass man ja auf eine andere Art mehr Synchromonster beschwören kann, indem man die normalen Monster einfacher beschwören kann. Das wäre was, was ich mir für Theoden mit Ring vorstellen könnte. Und nicht so ein, ja, ich opfere meine eigenen Monster um, oder meine eigene Bevölkerung quasi, um mehr Soldaten zu bekommen. Das passt irgendwie nicht zu Theoden. Naja, kommen wir zum Ritual Theoden. Stufe 6 wird als Rohan-Karte behandelt, hat 2600 ATK, 2150 DF und den Effekt: Du kannst diese Karte nur mit Ruhmreicher König als Ritualbeschwörung beschwören. Wenn diese Karte als Ritualbeschwörung beschworen wird, kannst du eine Rohan-Karte von deinem Deck oder deinem Friedhof deiner Hand hinzufügen. Okay. Also eine der stärksten Karten im Rohan-Deck hat den gleichen Effekt wie eine der Stufe 3 Monster. Okay. Also es ist wirklich eigentlich der genau gleiche Effekt. Eben sobald dir das Monster beschworen wird, kann man eine Karte suchen und und der Hand hinzufügen. Ich weiß nicht mehr, bei wem wir es hatten, aber das hatten wir in der letzten Folge. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Rohan-Monster wählen, das du kontrollierst. Es kann in diesem Spielzug nicht zerstört werden, noch von Karteneffekten deines Gegners als Ziel gewählt werden. Wenn diese Karte als Synchromaterial verwendet wird, verbanne sie. Dieser Schutzeffekt, ich finde den richtig, richtig geil. Und ja, ich finde, Theoden ist deutlich besser insgesamt als Theoden der Verzweifelte. Obwohl Theoden der Verzweifelte natürlich eigentlich einen stärkeren Beschwörungseffekt hat, allerdings, ja, das ist ja noch so ein Problem bei Theoden der Verzweifelte. Der wird meistens nur Stufe 6 Synchromonster beschwören können.
Und eben nicht die wirklich starken Stufe 9 so Rohan-Synchros. Also das ist auch nochmal so ein Problem. Nee, ich finde Theoden deutlich besser als Theoden der Verzweifelte. Hoffentlich überarbeitet Gamefan den Verzweifelten nochmal. Und wir begeben uns zu Theodred. Oh, Theodred. Für die Filmgucker, die sich noch nie mit den Büchern beschäftigt haben. Theodred, der tauchte auch im Film ganz kurz auf. Und zwar, wenn man so die ersten Szenen aus Edoras sieht, dann wird dort König Theoden gesagt, dass sein Sohn gestorben wäre. Und dieser Sohn, das ist Theodred. Ja? Also Theodred ist Theodens Sohn. Und ja, der hat im Film, aber auch eigentlich in den aber auch in den Büchern eigentlich keine Rolle, außer dass er halt stirbt durch die Uruk-hai. Naja, ist auf jeden Fall hier ein Stufe 9 Synchromonster mit 2900 ATK und 2000 DF, also relativ niedrige Werte mal wieder, wird als Rohan-Karte behandelt und hat den Effekt, der Name dieser Karte wird zu Theoden, solange sie auf dem Spielfeld ist. Okay, das ist richtig geil. Also man hat quasi dreimal Theoden in diesem Deck plus Eowyn, die eine halbe Theoden ist. Also wenn ihr euch an die ganzen Karten erinnert, die man nur einmal benutzen darf und die 500 Life Points kosten, und wenn man Theoden auf dem Feld hat, kann man sie mehrmals benutzen und sie kosten keine Life Points, beziehungsweise Eowyns Effekt ist ja auch, dass solche Karten dann keine Life Points mehr kosten. Ja, und da Theodred auch ein Synchromonster ist, ist er natürlich nochmal deutlich einfacher zu beschwören als sein Vater Theoden. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld ist, kann kein Rohan-Monster, das du kontrollierst, in Verteidigungsposition durch Kampf zerstört werden, außer diese Karte. Ja, dieser Schutzeffekt finde ich hingegen ziemlich schlecht. Also klar, zusammen mit Helms Klamm ist Theodred dadurch echt eine Mauer. Allerdings, ja, wäre halt ganz schön, wenn Theodred dann auch irgendwie noch selbst einen Schutzeffekt hätte oder ja, halt irgendwas, was ihn selbst auch schützt. Aber so ist das Ganze relativ mies. Vor allem über die 2900 ATK von Theodred zu kommen, ist jetzt auch nicht so das Schwerste. Selbst mit Helms Klamm hat der Kerl gerade mal 2600 DF. Also, das bringt auch nichts. Da ist es besser, den im Angriffsmodus zu lassen. Also, sehr schade. Naja. Und Tribut an den König. Eine normale Zauberkarte, unlimitiert, wird als Rohan-Karte behandelt und hat folgende Effekte. Biete ein offenes Rohan-Monster, das du kontrollierst, als Tribut an. Dann wirf einen sechsseitigen Würfel. Basierend auf dem Ergebnis führe den folgenden Effekt aus. 1 oder 6, du erhältst 1000 Schaden. 2 oder 3, ziehe eine Karte. 4 oder 5, ziehe zwei Karten. Wenn du Theoden kontrollierst, ignoriere das Ergebnis des Würfels und ziehe zwei Karten. Also, diese Karte ist eigentlich nur, ja, ist halt nur dann wirklich was, wenn man halt einen Theoden kontrolliert. Und gibt zum Glück drei von denen.
Aber selbst da muss man immer noch ein Rohan-Monster als Tribut anbieten und dafür zwei Karten ziehen. Ich weiß nicht, ob man das machen möchte. Also, ja. Soll mal jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde die Karte nur so, ja, mittelmäßig. Aber da Ziehkarten ansonsten ganz gerne zu stark werden, ist es okay. Ja. Unterstützung der Galadriel. Ah, Rang 3 Xyz-Monster. Wird als Rohan-Karte behandelt, ist unlimitiert, hat 1900 ATK, 2400 DF. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Erneuerer des Bündnisses aus, ich glaube, dem allerersten Video. Ja, aus dem ersten Video. Und der heißt Haldir, der Haldir hieß, also der Name wurde zu Haldir, wenn er auf dem Feld liegt. Das hier ist quasi die Unterstützung der Galadriel, ist quasi der Konterpart zu Haldir. Aber da kommen wir am Ende hin. Einmal pro Spielzug, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen, dann wähle ein Monster deines Gegners in Angriffsposition. Das gewählte Monster verliert 500 ATK bis zur Endphase. Ja, der Effekt ist da und er ist ganz nett. Aber wirklich gut wird die Karte erst, wenn du Haldir kontrollierst, kann diese Karte direkt eingreifen. Ja, und damit ist diese Karte für mich eine der besseren Xyz-Karten, weil ihr wirklich guter Effekt ist halt komplett vom Xyz-Material unabhängig. Ich meine, klar, 1900 ATK Schaden sind jetzt nicht so die Welt, aber hey, wir hatten schon eine andere Karte, die dafür sorgt. Genau, die Rohirrim-Rekruten hatten wir, die dafür gesorgt haben, dass ein Monster direkt angreifen kann. Grimbold, der hatte ja 3500 ATK, meine ich. Und dann zusammen mit der Unterstützung der Galadriel. Also stellt euch das mal vor, man hat Haldir auf dem Feld, die Unterstützung der Galadriel auf dem Feld, die Rohirrim-Rekruten auf dem Feld und Grimbold auf dem Feld, dann kann man schon mal mit 5400 ATK direkt angreifen. Und das ist eine ganze Menge. Vor allem, wenn man die vier Monster erstmal auf dem Feld hat, dann sollte der Gegner eigentlich auch deutlich geschwächt sein. Also die kriegt man nicht im ersten Zug auf dem Feld. Ich wüsste echt nicht, wie. Dafür ist Rohan mit der Beschwörung viel zu langsam. Wäre vielleicht eine Idee, Rohan eine Pendelmechanik zu geben, weil bei Gondor braucht sie eigentlich gar nicht. Naja, jedenfalls, ja, also 5400 Schaden, die sollten dann den Sack zumachen. Und das ist einfach ein schöner Effekt dann. So, und die letzte Karte des Rohan-Themendecks. Wo sind Reiter und Ross? Eine halblimitierte Fallenkarte wird immer als Rohan-Karte behandelt. Und den Effekt, wenn du keine Monster kontrollierst und du weniger Life-Points als dein Gegner hast, was schwer genug ist, weil Rohan drückt halt viele durchschlagende Kampfschäden, beschwöre ein Rohan-Synchro-Monster von deinem Friedhof als Spezialbeschwörung. Du kannst nur einen Wo sind Reiter und Ross pro Spielzug aktivieren. Keine Ahnung, warum da das Fragezeichen am Ende so aus der Reihe tanzt. Aber der Effekt ist einfach genial. Muss ich so sagen. Also,
hat man sowas wie ein Grimbold doch mal verloren. Und man hat Wo sind Reiter und Ross direkt als Fallenkarte, kann man den sofort wiederholen und hat wieder ein sehr starkes Monster am Start, das in keinster Weise geschwächt ist. Ich meine, klar, man muss erstmal schaffen, dass der Gegner all deine Monster zerstört hat und du weniger Life Points hast als er. Aber wenn das mal eintritt, dann wo sind Reiter und Ross, ist einfach die perfekte Karte. Und ja, einfach ein sehr, sehr geiler Abschluss für das Rohan-Themendeck. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Deck. Ich meine, das wäre Mordor. Und bis dahin sage ich dann Gruß, Sinas Fan.